Mit Louis Dodgson an der Spitze brachte Biosyn Genetics eine neue Ära der Gentechnik hervor und schuf ein Utopia für seine urzeitlichen Schöpfungen. Doch heimlich schmiedete Dodgson einen boshaften Plan. Er ließ prähistorische Heuschrecken erschaffen, die in der Lage waren, jegliche Felder ohne Biosyn-Saatgut zu vernichten. Dr. Ellie Sattler und Dr. Alan Grant bekamen Wind von seinen Plänen und infiltrierten das gesperrte Forschungslabor. Dort stellten sie die nötigen DNA-Beweise sicher, um Biosyns finstere Absichten belegen zu können. Dodgson vernichtete die Beweise, um seine Spuren zu verwischen, und trat damit eine Katastrophe für das Tal los. Auch sein eigenes Leben fand ein Ende, während ein wütendes Inferno im Tal tobte und Unheil brachte. Zum Glück konnten die meisten Saurier gerettet und das Feuer eingedämmt werden. Das ausgebrannte Tal aber ist ein trostloser Ort, der Zeit zum Heilen braucht. Und das Schicksal von Biosyns Erbe hängt in der Schwebe. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Ja, die Kampagne geht doch noch weiter. Ich fand letztes Mal das Ende bloß episch und ich warte jetzt gerade darauf, dass wir in den Übergang in den zweiten Teil kommen. Da sind wir schon. Ich dachte nicht, dass es so schlimm ist. Aber ohne Dodgson könnte die Zukunft Großes bereithalten. Nämlich? Ein dauerhaft bewohnbares Heim für die Saurier. Das klingt gut, Owen. Und wir haben die nötige Erfahrung dafür. Wir machen es uns nie einfach. Das kannst du laut sagen. Damit das glatt läuft, werden wir Hilfe brauchen. Jetzt, wo du sagst, ich kenne da genau die richtigen Leute. Die richtigen Leute, ha? Huch! Was mich am härtesten trifft, wenn ich so nachdenke, sind die verletzten Tiere. Die Gebäude, die Vermögen, die Egos, all das kann man wieder aufbauen. Aber Saurier sind lebende Wunder der Wissenschaft und Evolution. Sie sind wirklich ein Wunder. Entstanden aus Wissenschaft und verbissenem Zielstreben. Leider auch einer Menge Opfer. Und das darf nicht umsonst gewesen sein. Wo fangen wir an? Situation triagieren. Die am schlimmsten verletzten Saurier finden und die zuerst behandeln. Stimmt. Außerdem sollten wir reparieren, was wir können. An einigen Stellen sind die Brandschäden nur minimal. Klingt gut. Fangen wir an. So. Also, sie haben verkackt. Wir sollten erst essentielle Systeme wieder aufbauen. Zunächst also das Wasserkraftwerk. Ja, richtig. Wir brauchen Energie, um alles wieder zum Laufen zu bekommen. Genau. Okay, Doki. Dann können wir unsere Kerngebäude wieder in Betrieb nehmen. Ich geh schon sein unterwegs. Ja, da darf ich gar nicht rein. Alter, wie assi ist das? Ich wollte ins verbrannte Gebiet ein bisschen düsen. Lasst mich doch. Wasserkraftwerk, check. Schau, wie die sich eingrenzen anfangen. Und zweites Wasserkraftwerk. Wird kurz dauern, aber sollte dann gleich erledigt sein. Repariere die Wasserkraftwerke. Ja, ja. Was haben sie da? Verstärker-Umspannwerk. Aha. Aber schade natürlich. Okay, klar, sie können nicht unser Gebiet nehmen, aber es wäre cool irgendwie, wenn es unseres gewesen wäre, was sie hier haben. Aber da sieht man auch, wie sie es sich vorgestellt hatten. Ich habe mehr Straßen gebaut. Claire, ich habe gerade von unseren Transportteams gehört. Das Wetter hält sie am Boden. Im Moment können wir keine von der Naturschutzbehörde gefangenen Saurier verlegen. Das ist nicht gut. Was sollen wir tun? Auf besseres Wetter warten. Warum etwas riskieren? Immer wenn wir die Dinge überstürzen,
Ja, das sehe ich ein. Gut, wir bauen jetzt mal die Sachen, die sie von uns wollen. Warte mal. Wir schnappen uns direkt hier den Anschluss. Zack. Dann wollen sie noch Kontrollzentrum, Unterstützungsanlage und einen Schutzraum. Und einen Schutzraum. Wie ist denn der schon wieder da? Und das verbinden wir alles mit einem schönen Weg, du. Kontrollzentrum fertig. Owen, du sagtest doch, wir brauchen Hilfe, richtig? Dran. Als der Park in die Brüche ging, als meine eigenen Raptoren uns jagten, als der Vulkan losging und wir davonrannten oder rollten, wie du, aber... Du weißt, was ich meinte. Jedenfalls ist Hilfe da. Erinnerst du dich an Dr. Sadler und Dr. Grant? Oh. Was wir erlebt haben? Ja, klar. Dass wir jetzt alle wieder hier sind. Oh Gott, das Bild! Wie kann wow. Momentan brauchen wir mehr Personal. Vor allem Wissenschaftler. Ich kenne vielleicht 200. Wir brauchen Experten im Fachbereich Paläontologie und Paläobiologie. Oder Paläobotanik. Die kennen wir fast alle. Schon komisch. Ein Lebenswerk des Saurierstudiums findet kaum Beachtung. Eine Nacht lang vor Sauriern weglaufen und man ist ein Superstar. Nehmen wir noch dich mal. Die sind alle schrecklich. Dich kann man noch nehmen. Ein Laufer in... Es hat überall im Tal Lauferüberreste hinterlassen. Wir können nicht komfortabel untergebracht werden, bis die Lauferüberreste entfernt wurden. Verwende Wissenschaftler, um Lauferüberreste zu entfernen, damit sich die Landschaft erholen und wieder... What? Ellie, weshalb sind wir hier? Wirklich? Hä? Was tun wir hier? Ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder bei so etwas mitmachen würde. Und jetzt... Ich weiß, aber durch diese wunderbaren Kreaturen spürt man die Geschichte dieses Planeten. Das Leben... Das Ökosystem. Ernsthaft? Das will ich niemals missen. Schon. Dazu gesellt sich aber auch immer ein gewisser Fluchtinstinkt. Naja, das stimmt schon. Konzentrier dich erstmal auf die guten Seiten. Dein Lebenswerk ist doch um uns herum lebendig. Ja. Da schlägt mein Herz immer noch höher. Sieh dir das Resultat an. Diese Saurier... Wünschst du dir nicht, Ian wäre jetzt hier bei uns? Nein. Wir würden ihn natürlich nicht ans Steuer lassen. Da versperren Trümmer den Weg der Saurier. Wenn wir einen Weg durch diesen Teil der Anlage öffnen, hätten sie viel mehr nutzbaren Platz für sich. Ja. Okay. Schätze, wenn wir diesen verbrannten Flecken hier räumen, ginge das. Damit hätten sie mehr Platz zum Atmen. Aber leicht wird das nicht. Bereit für eine Menge Arbeit? Du kennst mich ja. Bereit, wenn du es bist. Hätte man nicht Bilder aus Jurassic World nehmen können? Weil ich mag ja nichts sagen, aber die Profilbilder schauen schrecklich aus. Es tut mir echt leid, aber boah, ist das übel. Schicken und anfordern. Ranger können mit ihrer Ausrüstung die Saurier befehlen, sich zu einem bestimmten Punkt zu bewegen. Aha. Dann haben sie Anforderungsausrüstung, durch die sich rund um das Fahrzeug versammeln. Dafür gibt es dreimal Kegel, Kreis und Fokussieren. Im Tal gibt es noch viel schönes Land. Unberührt und perfekt für Saurier. Aber um sie dorthin zu kriegen, müssen wir die Tiere durch viele verbrannte Waldstücke führen. Das hier ist der Pfad, den Ellie und Alan vorgeschlagen haben. Viele Saurier haben einen Herdentrieb oder Rudelinstinkte.
Wir überzeugen ein paar und die Masse folgt. Selbst Einzelgänger werden mitkommen, wenn sie eine derartig große Migration sehen. Und die Raubtiere folgen ihrem Futter. Wie immer. Gut, also wie wär's? Wir mobilisieren die Ranger-Teams, um sie durch den Pfad zu führen. Wie ein Viehtrieb, nur mit Fahrzeugen. Und die Tiere wiegen so um die 8 Tonnen. Das war schon mal der erste. Nope. Komm, Fifi. Fifi, nein. Fifi. Fifi. Wo ist mir der eine jetzt eigentlich hingelaufen? Ist das dumm? Na komm, 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 put, 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 put. Yeah, yeah, Fifi, Fifi, Fifi. Los! Rein da! Der Kollege ist wieder da. Ah, schön, dass die Hunde hören wie Hunde. Komm, 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 Fifi. Fifi. Du bist gleich der Letzte, der mir hier auf den Sack geht. Komm, Fifi. Lauf. Krieg dich noch zum Sammelpunkt, ich sag's dir. Claire, wir haben echt gute Fortschritte gemacht. Stimme vollkommen zu. Aber wir müssen fortschreiten. Wie geht's weiter mit den Sauriern? Forschungsaußenposten. Okay. Wir bauen oder reparieren, was wir brauchen. Sehr gut. Packen wir es an. Erinnerst du dich an unseren ersten Saurier, Alan? Als das Versprechen von Jurassic Park so lebendig schien. Ja. Ich war überwältigt. Wie wir alle. Das Potenzial gab mir Hoffnung. Es war magisch. Das stimmt, Ellie. Das war es wirklich. Aber wie jede Magie war es nur eine Illusion. Wir ahnten nicht, welche Folgen ihre Rückkehr haben. Ui! Ja, die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Aber
Wir können von ihr lernen. Ich kann doch das bestimmt auch einfach so machen, oder? Jurassic World war auch ein Fehlschlag. Ach. All diese Technologie. Wie soll ich... Wir brauchen nicht mehr Technologie. Was wir brauchen, sind mehr direkte Schutzmaßnahmen. Zum Beispiel... Ranger-Patrouillen, die die Tiere beobachten und für ihr Wohlbefinden sorgen. Korrekt. Wachsamkeit. Genau. Gib mir nochmal bitte das Fahrzeug. So. Gib mir gar nicht. Geht mir das Ding schon wieder auf den Sack, du? Ich sag's dir. Sorge dafür, dass Saurier vom Ranger-Posten aus erreichbar sind. Wo ist das Fahrzeug? Dann kriegt es gleich von uns Aufgaben hinzugewiesen. Für die verschiedenen Tiere, die da drin sind, einmal eine kurze Überwachung, bitte. Dankeschön. Welchen dritten will denn der noch? Tun Sie mindestens drei von... Zwei von... Drei... Ich darf die ja nicht mal auswählen, teilweise. Betriebsbereite Außenposten. Hier muss ich dann hier so wieder ein Gebiet freischaufeln mit Wissenschaftlern, oder... Ich weiß gar nicht, wie ich das vorhin machen konnte. Zu wenig Nüsse Boden. Ein paar Nüsse Boden. Absolut kein Problem. Nüsse Baum und Nüsse Boden. Dann machen wir hier so eine kleine Nussoase hin. Die sich hier so ein bisschen reinstreckt. Zu wenig Pflanzenfasern bauen. Gibt es auch andere Pflanzen bei dem Boden? Fehlender Wald. Alter, könnt ihr euch ein bisschen mal hier... Früchte, Baum und Wald fehlt. Also Wald geht easy. Da verdichte ich das Gebiet hier. Und dann will ich noch Früchte. Früchte. Zufrieden, gut. Wen haben wir noch hier? Wo sind denn die anderen Hyopais? Nöp. Ich habe hier doch noch von anderen Hyopais gesehen. Zu wenig Blätterboden. Zu wenig Blätterboden. Map. So, den Teil haben wir erfolgt. Sorge dafür, dass alle Saurier vom Ranger-Posten aus erreichbar sind. Ranger-Posten, Ranger-Posten. Wo ist er denn? Da ist er. Relativ mittig einfach. Zuweisen, einfach ein Team zuweisen. Ach, ernsthaft? Ah, ne, ist auch nur ein Timer einfach. Auch erledigt. So, welchen von diesen blöden Türmen wollt ihr denn, dass ich noch repariere? Oder soll ich jetzt euch wirklich da zu einem hinfahren noch? Und wenn ja, zu welchen? Ich darf ja nicht mehr ins Gebiet rein.
Ich darf ja nicht mal in diese Gebiete irgendwie rein. Ich wüsste nicht mehr, wie ich die repariere. Ich kann den neuen platzieren, aber ich darf hier nicht rein. Abreißen wir. What the fuck? Okay. Schau. Warte mal. Alles Brandschaden. Ich kann den Brandschaden aber nicht auswählen. Außerhalb des bebaubaren Gebiets. Soll ich mich aufregen oder soll ich mich aufregen? Ich verstehe es gerade nicht. Irgendwo. Muss ich da wieder in einem Auto sitzen und es beauftragen? Verwaltungsansicht. Für irgendwas bin ich gerade zu blind und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher für was. Aber Leute, ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.